Servus zur heutigen Ausgabe von Luxon Explained. Sebastian und ich sind ja Teil der Campushelden. Wir haben da ein Team ins Leben gerufen, wo es darum gegangen ist, dass wir beim Bau des Gebäudes, einerseits von der Planungsphase über die Installation, wir haben ja eigentlich uns um alle Details gekümmert, egal ob das jetzt der LED-Spot war oder die Lautsprecher, haben wir ja uns um extrem viele Themen gekümmert und diese Themen sind sehr, sehr vielfältig. Das heutige Thema, auf das wir uns konzentrieren, ist aber das Thema Energie. Ob man jetzt von einer Energiekrise spricht oder sonst irgendwas, ist mir eigentlich völlig egal. Fakt ist, Energie kostet unglaublich viel Geld. Und da haben wir einiges getan. Wie heißen die Produkte, die wir eingesetzt haben, wo wir Energie messen in der Heizungsverteilung? Wir messen mit den Belimo Energy Valves, genau, die ganze Wärmeenergie, die in die einzelnen Bereiche vom Luxon Campus fließt und können somit auch natürlich gezielt Verbesserungen in einzelnen Bereichen vornehmen. Ja, Sebastian, wir haben ja eingebaut, im Boden haben wir unsere Fußbodenheizung. Genau. Dann haben wir an der Decke haben wir was eingebaut. Die Deckeninduktionsgeräte. Die Deckeninduktionsgeräte sind eigentlich das Medium, mit dem wir recht intensiv schnell heizen und kühlen können. Wenn man jetzt das Büro anschaut, aktuell ist das Campus Office 3000 Quadratmeter. Da lässt sich ein bisschen Energie reinschieben und auch wieder rausziehen. Nachdem wir relativ viel lüften, haben wir da ganz viel Potenzial in der Energie bei der Lüftung. Jetzt müssen wir aber zuerst einmal noch ein bisschen Grundrechnung üben. Was kostet 1 Watt Wärmeleistung im Jahr? 1 Watt im Jahr kostet ca. 1 Euro bei der Wärmeleistung. Also das ist unsere Faustformel. Wir rechnen einfach, damit man schnell ist und einen Quick Win hat. Man könnte auch sagen, es gibt da Low Hanging Fruits. Wenn es um Energieeinsparung geht, dann geht es darum, nicht, was habe ich an Spitzenverbrauch, zum Beispiel, wenn eine Sauna jetzt einmal 2 Stunden läuft, das ist völlig uninteressant im Jahresverbrauch und in der Gesamterstellung. Es geht immer um das, welche Leistungen hat man dauernd anliegen und diese zu finden. Also wie gesagt, du hast jetzt gesagt, 1 Watt Wärmeleistung kostet im Jahr circa 1 Euro. Was setzen wir an normalerweise beim Strom? Beim Strom rechnen wir aktuell mit 2,50 Euro. Also 1 Watt Strom kostet im Jahr 2,50 Euro, weil das eine Watt ja 24 Stunden am Tag mit 60 Minuten pro Stunde und 365 Tage im Jahr läuft. Und dann ergibt sich da halt, kann man nachrechnen. Und das ist aber jetzt auch in unserer Betrachtung gar nicht so entscheidend, ob wir da jetzt aufs Komma genau sind oder nicht, sondern es geht eigentlich nur um eine gewisse Dimension. Das heißt, im Umkehrschluss, was ist so die Heizleistung, wenn es so 0 Grad hat wie jetzt da im Campus? Im Office heizen wir ca. mit 80 bis 100 kW. Also 80 kW, das sind dann ungefähr 80.000 Watt. Das sind wie viel Euro? Wären 80.000 Euro, wenn man es aufs ganze Jahr rechnet. Genau, das ist natürlich im Schnitt. Das ist ein cooler Stopp, bei uns ist es schon ziemlich kühl. Aber die Hälfte ca. Genau. Und da geht es natürlich darum, wie viel kann man einsparen und wo kommt die Einsparung her und warum kann man denn überhaupt was einsparen, wenn man sagt, ja, es müsste ja eigentlich überall warm sein. Und das sollten wir uns eigentlich jetzt ein bisschen näher anschauen und da gehen wir jetzt zu unserem Hauptstromverbraucher, zu unserem Freund der Lüftungszentrale. Genau. Ist der NFC jetzt fertig geworden? Der ist heute in Betrieb genommen worden. Perfekt. Der NFC ist vergessen worden, das war eine Katastrophe, weil da hat man einen Schlüssel gebraucht. Und ein Schlüssel in einer technischen Infrastruktur, das ist das Chaos pur. Kannst du bitte aufsperren? Also das ist jetzt eine unserer Lüftungszentralen. Also im Office bei den 3000 Quadratmetern haben wir eine Lüftungszentrale. Diese Lüftungszentrale bitte nicht zu ernst nehmen. Wir haben da noch ein bisschen, Notbetrieb teilweise. Man sieht das da an verschiedenen Geräten, da haben wir noch einen Miniserver. Der macht die Hallenheizung, weil da ein Verteiler noch nicht fertig ist. Das ist alles noch nicht hundertprozentig gültig. Das ganz Besondere ist ja da bei uns jetzt, dass wir die Energieverteilung da haben. Die Lüftung ist unser größter Energieverbraucher. Was schätzt du momentan, was wir für einen aktuellen Leistungswert haben? Also jetzt circa Nachmittag im Office werden wir irgendwo noch mit 10 bis 15 kW heizen. Der Mario ist ein anderer Campusheld, also wir haben ja ein größeres Team. Der beschäftigt sich ja gerade intensiv mit der Lüftung.
Wir haben ja angefangen mit irgendwo bei 60 kW. 60, 80 kW, nur in der Lüftung selber. Jetzt dann mal wieder rechnen üben. 60 kW, halbes Jahr, sind wie viele Euros? 30.000. Im Jahr Heizkosten nicht mehr mit der Lüftung haben. Wenn man denn diese, da muss man jetzt sagen, die, der Nachteil der Lüftung ist ja, man schiebt einen Kubikmeter Frischluft von außen rein, die hat 0 Grad oder vielleicht im Jänner noch kälter. Die müssen wir dann auf Raumluft bringen, da gibt es wieder Wärmerückgewinnung und sonstiges Zeugs und dann müssen wir sie aufheizen. Und diese Energie, die wir reinstecken, die sind dann die aktuell 12 kW, wie du sagst. Und da ist eigentlich der große Schlüssel. Wie viel Frischluft muss man fördern? Das heißt, das erste Thema ist einmal, wie viel muss man denn überhaupt da oben lüften in den einzelnen Bereichen? Schauen wir uns nachher nochmal schnell an. Und dann die Energieverteilung. Kannst du uns kurz einmal die Ventile erklären, die wir da im Einsatz haben? Natürlich, gerne. Also auf dieser Seite sehen wir die Energieverteilung. Wir haben hier jeweils einen Mischerkreis und in jedem Mischerkreis haben wir im Rücklauf ein Energy Valve. Das Energy Valve fungiert als Mischer bei uns. Dadurch können wir die ideale Vorlauftemperatur in den einzelnen Kreisen fahren und haben wir zugleich auch noch eine integrierte Leistungsmessung. Das Energy Valve kann man sich so vorstellen, im Prinzip könnte man sagen, das ist ein Mischer. Prinzip, könnte man das so sagen. Der Vorteil ist, das Energy Valve hat nicht nur diese Mischerfunktion, sondern hat Temperaturmessung vor- und Rücklauf und einen Durchflussmesser. Über das hat es dann einen Zähler, das heißt, das liefert uns die Leistung und den Arbeitswert, das heißt kW und Kilowattstunden, die der Mini selber aufzeichnet. Und somit haben wir den Verbrauch. Jetzt stehen wir natürlich genau vor dem an, wo wir das Provisorium vormontiert haben, da wird es böse Kommentare geben, vermutlich. Der neue Schaltschrank steht aber schon da, wird dann auch nächste Woche in Betrieb genommen und angeschlossen. Also bei uns war jetzt wirklich ganz entscheidend der Phase, wir haben die Lüftung ja ganz normal programmiert, normal im Sinne von, wie es halt der Standard ist, wie man es in einem Gebäude konfiguriert. Und haben uns dann herangetastet und haben das optimiert, sodass wir wirklich mit dem Energiebedarf so weit wie möglich nach unten kommen. Das ist halt eben derzeit diese 11 kW, je nachdem wie viele Leute im Büro sind, wie viele Mitarbeiter aktiv sind. Pro Mitarbeiter hat man ja je nachdem, wenn einer so groß ist wie ich, dann hat man 100 Watt Heizleistung und so Menschen wie du sind halt bei 80. Ja. Was man dann an Fremdenergie einbringt ins Gebäude und dort beginnt dann irgendwo bei uns um 9 Uhr circa, beginnt die Phase, wo wir schon annähernd energieneutral werden, wo wir eigentlich nicht mehr heizen brauchen. Sebastian, erklär uns einmal kurz, wie die Lüftungszentrale funktioniert. Gerne. Wir haben hier oben unsere Zuluft, also da kommt die frische Luft von außen rein. Gehen wir dann auf einen Kreuzwärmetauscher, dass wir natürlich so viel wie möglich an Wärmeenergie von der Abluft wieder rausziehen. Dann haben wir hier zwei Stück Zuluftventilatoren. Einmal das Heizregister, sehen wir hier, silberverkleidete Rohre ist immer heizen und einmal ein Kühlregister, immer die schwarz isolierten Rohre und dann gehen wir schon ab ins Office damit und hier oben kommen wir vom Office wieder zurück mit der Abluft, gehen hier über die Abluftventilatoren, auch wieder zwei Stück wie in der Zuluft, gehen dann wieder über den Kreuzwärmetauscher und dann wieder nach draußen. Zusätzlich haben wir noch die Möglichkeit, dass wir im Umluftbetrieb fahren, was wir eigentlich 95% des Tages machen, weil wir einfach vom CO2-Wert keine Frischluft benötigen. Bis ist ja noch Baustelle, da muss man ehrlicherweise sagen, die maximale Luftleistung ist bei, oder die nominale, ca. 20.000 Kubikmeter pro Stunde. Genau, das ist, wenn wir dann alle voll atmen, also genau. So richtig im Office. Was werden wir aktuell gerade fahren? Momentan werden wir ca. irgendwo bei 6.000 bis 7.000 Kubikmeter sein. Die Anlage funktioniert autark, das heißt, wir haben wohl Informationen von den Miniservern im Büro, steuern aber im Prinzip die Anlage autark. Der Schlüssel zu diesen 6000 Kubikmeter ist, dass wir möglichst wenig lüften, wobei die Luftqualität wir immer unter 1000 ppm CO2-Gehalt halten. Die Lüfterdrehzahl ist der Schlüssel zum Energieverbrauch. Je niedriger die Lüfterdrehzahl, desto weniger wird gelüftet, desto weniger Strom brauchen die Lüfter. Das ist aber nicht das Schlimme, sondern eher die Luft, die wir aufheizen und temperieren müssen. Die vier Ventilatoren, die da drinnen sind, das sind ECM-Lüfter. Genau. Und die hängen auf einer Modbus-Extension. Also wir steuern alles, was irgendwie geht, digital. Wir machen keine analog
irgendwas, sondern das ist wirklich, wenn es möglich ist, digital, weil wir dann auch von dem Lüfter, dann kriegen wir die Störungsmeldungen, wir kriegen die Information, wenn er ein Problem hat. Das ist eigentlich alles relativ einfach über die Schnittstelle verfügbar. Jetzt schauen wir noch kurz in den Verteiler. Wohlgemerkt, der Verteiler ist Baustelle, das sieht man eh, da ist ja noch eine ordentliche Energieleitung. Der Verteiler ist relativ überschaubar. Wir haben im Verteiler, da arbeitet gerade der Kollege, das ist wunderbar. Wir haben im Verteiler einen Miniserver, Power Supply und Backup. Wir haben eine Analog-Eingangs-Extension, Modbus, Analog-Eingangs-Extension. Was haben wir analog drauf? Analog haben wir aktuelle CO2-Sonden und die Drucksensoren in den Differenzdruckmesser, genau, in die Luftkanäle, damit die Steuerung gut funktioniert. Da haben wir leider noch nichts, was digital funktionieren würde. Also was haben wir nicht gefunden. Mit OneWire messen wir nur Temperaturen und dann sind wir eigentlich, das ist die ganze Steuerung von der Lüftungszentrale, es ist nicht mehr. Und das ist das Coole an der Geschichte, ist, das ist ultimativ wenig, der Rest ist in der Software. Wir haben volle Energieaufzeichnung, ein extrem schlankes System. Das hat den Vorteil, dass der Haustechniker, muss ich ungefähr so vorstellen, in einem Gebäude wie diesem hat man ja jemanden, der kennt dann irgendwann einmal den Miniserver. Und wenn die Lüftungszentrale auch noch mit einem Miniserver gesteuert ist, dann hat man, erstens ist das ultimativ günstig, was wir da haben. Das zweite ist aber, dass derjenige, der mit der Config umgehen kann, der kann plötzlich auch die Lüftungszentrale steuern. Und auch wenn die Lüftung eh funktioniert, aber es ist schon irgendwann einmal im Lebenszyklus von so einer Anlage zu rechnen, dass da irgendwann einmal eine Störung gibt. Naja, dann geht man halt her und loggt sie ein und schaut sie an, wo liegt denn die Störung und behebt die ganz einfach, so wie wenn es halt ein LED-Spot im Büro wäre. Also das ist eigentlich unser wichtigster Aspekt. Bei Luxon geht es nicht um einen Umsatz, das kann man sich vorstellen, in der Lüftungszentrale, da ist fast nichts. Alles ist softwarebasiert, nachdem man keine Lizenz zahlen muss, ist das eine relativ günstige Übung. Und als nächstes schauen wir uns jetzt ein bisschen an, wie wir das programmiert haben und auch so Energieverläufe, oder? Gerne. Ja, Sebastian, von der Architektur haben wir so, von der Topologie haben wir es so gemacht. Wir haben das Büro, diese 3000 Quadratmeter, haben wir segmentiert. Wie viele Segmente haben wir gemacht? Wir haben jetzt aktuell hier 14 Segmente. 14 Segmente. In jedes dieser Segmente, das sieht man da jetzt eh recht fest, das heißt bei uns Space, gibt es einen Miniserver. Jeder dieser Miniserver, die sind alle in einem Client-Gateway-Verbund, in einem schönen, großen. In jedem Segment haben wir einen Miniserver, in jedem Segment werden die Lüftungen gesteuert mit unseren Lüftungsbausteinen und so ergibt sich im Prinzip eine Gesamtöffnung der Lüftungsrohre, die im Miniserver bekannt ist. Über Netzwerk Intercommunication schickt man dann einmal grundsätzlich den Bedarf in die Lüftungszentrale. Genau. Und dort gibt es dann die Information, mal erstens lüften oder nicht. Das ist einmal die wichtigste Information, weil Lüften kostet bares Geld, haben wir ja eh schon gesagt. Es ist auf der einen Seite, der Lüfter muss mit der Drehzahlmotor verbraucht elektrischen Strom und dann haben wir natürlich den Energieaufwand im Winter mit dem Heizen und im Sommer beim Kühlen. Und da müssen wir schauen, dass wir vermeiden zu lüften. Das heißt, wir lüften, wenn nötig und nicht wenn möglich, sondern immer nur wenn nötig. In der Netzwerk Intercommunication gibt es dann, was schickt man da drüber so? Wir schicken momentan die Anforderung sowie den größten Öffnungswinkel von den Volumenstromregler. Hintergrund ist der, dass wir die Lüftung von der Lüfterdrehzahl her so weit runterfahren, wie es natürlich geht, um einfach energieeffizient zu arbeiten. Wir haben schon Verschiedenes gemacht. Wir haben Schlechtpunktregelung, wir haben teilweise machen wir anwesenheitsbasiert, Konzentration der Luft. Also wir haben da ganz viel ausprobiert. Da kann man sich auch situationsbezogen, eigentlich kann man das optimieren, je nachdem wie man will. Wir schicken dann auch zum Gateway-Miniserver, das ist auch gleichzeitig im Moment unser Energy-Monitoring-Miniserver, wo wir die Informationen herkriegen. Und da können wir jetzt gleich mal einen Blick drauf werfen, auf das Energy-Monitoring. Wir haben da bei der Wärme, sieht man ganz gut, dass wir aktuell bei der Nahwärme, die wir beziehen, haben wir aktuell 162 kW Leistung. Ins Office, da haben wir zur Wiederholung, 3000 Quadratmeter heizen wir gerade mit 3,4 kW. Schauen wir mal, wo das dann im Detail hingeht.
dann sieht man, wir haben 3,4 kW für die Lüftung. Das heißt, das Heizregister konditioniert die Luft vor. Das ist jetzt noch weniger, als wir vorher gehabt haben, wie wir unten waren. Fußbodenheizung ist völlig aus. Fußbodenheizung, ja. Da haben wir nur grundtemperieren, weil sobald wir jetzt viel Energie in den Estrich speichern, dann kommen die Kolleginnen und Kollegen, muss man das irgendwie wieder wegkühlen. Man sieht da im Trend auch ganz gut, wie sich denn der Tagesverlauf hält. Es ist jetzt im Detail, glaube ich, eh nicht entscheidend. Man sieht halt in der frühen Aufheizphase, wenn es losgeht, dann schickt man da mal ein bisschen mehr Energie rein. Wichtig ist, diese Belimo Energy Valves, die liefern diese Leistung, die liefern die Zählerwerte. Und das ist der Schlüssel für alles, was man an Energieoptimierung macht, dass man wirklich diese Daten zur Verfügung hat. Und das ist eigentlich das Wunderbare in der Geschichte. Wir haben mit der Schnittstelle von Tree auf Belimo, sind die digital angesprochen. Das ist ein Suchen und Finden, Plug and Play, füge es ein und es funktioniert. Geschichte, das war recht eine schnelle Programmierung. Jetzt schauen wir noch einen Schritt zurück. Und dann sieht man da, wir bleiben in der Wärme, dann sieht man da, wo der Rest gerade hingeht. In die Lagerhalle sind 5,6 kW. Demnächst geht das Lager in Betrieb, da werden wir dann über die Deckenstreuplatten ein bisschen mehr brauchen. Dann haben wir da Allgemeinflächen, 26 kW. Das ist aktuell Baustelle? Das ist die Baustelle, ja. Und im Seminarbereich ist auch noch Baustelle, auch da wird schon geheizt. Und dann gibt es derzeit einen großen Rest, wo einfach Estrich ausheizen und sonstiges, was nur auf der Baustelle ist. Aber man sieht, Produktion. Also das Gigantische ist im Bürobetrieb, wir haben derzeit, was haben wir für Außentemperatur? Irgendwo um die 6 Grad wahrscheinlich, ja, 5 sind es. Das Wetter ist nicht schön, es ist nicht sonnig. Und wir heizen 3000 Quadratmeter bei 5 Grad Außentemperatur mit einer Handvoll kW. Schwankt ein bisschen, je nachdem, was gerade abgenommen wird. Und da ist eigentlich der große Schlüssel gewesen für die Einsparung. Gestern war ja nur eine spannende Geschichte, weil wir haben ja Energy Leak gesucht. Ja, wir haben einen relativ großen Verbraucher im Rest gehabt, in der Wärme, wo wir nicht gewusst haben, wo die Energie hinfließt. Dann haben wir uns einmal auf die Suche gemacht. Dabei waren einige Ventile, die waren noch nicht angeschlossen, in Handstellung 100% auf Durchfluss gestellt. Die haben wir dann von Hand wieder geschlossen und dann war das Leak wieder Geschichte. Und das ist aber nur deswegen möglich, weil wir das Monitoring haben, weil wir wissen, wir beziehen so und so viel kW von der Nahwärme, wir verbrauchen im Office dieses und jenes und dann ist irgendwo in der Plausibilität, ergibt sich halt ein Rest, den man vermeiden kann und vermeiden muss. Und das ist nur dann möglich, wenn man die entsprechende Aufzeichnung der Energie hat. Wenn wir jetzt nur einen kurzen Schwenk machen auf die Stromseite. Wir waren jetzt gerade bei der Wärme, Kälte gibt es momentan nicht, weil es sehr kalt ist. Auf der Stromseite sieht man, wir produzieren mit der PV, der erste Teil der PV ist im Betrieb, aktuell bei Schlechtwetter 25 kW, haben einen Gesamtverbrauch von 71, wenn wir da jetzt ein bisschen ins Detail schauen. Über unseren Trafo beziehen wir gerade 44 kW. Im Campus Office, eigentlich der spannende Teil, haben wir einen Gesamtverbrauch von 3,2 kW. Ist jetzt die ganze 24 Volt Elektrik, sprich die ganzen Power Supply und Backups haben wir jetzt da zusammengefasst und die haben jetzt eben eine Gesamtleistung aktuell von den 3,2 kW. Da haben wir ja drauf die Audio, wie viele Lautsprecher haben wir da ungefähr? Lautsprecher haben wir knapp 100. Dann haben wir alle LED-Spots drauf. Genau, also das sind ungefähr etwas über 900. 900 Tree-Spots. Und dann kann man halt ins Detail gehen und kann sagen, zum Beispiel in diesem Space, heißt so Office-Bereich, braucht man 189 Watt, gell, das ist schon unglaublich wenig. Und dann sieht man damit die Miniserver und Extensions von mit 3 Watt, die Lautsprecher mit 31 Watt, die sind im Betrieb. Dann gibt es noch Peripheriebeleuchtung mit 49 Watt, ein Teil und so weiter und so fort. Also in alle Details müssen wir eh nicht gehen. Man sieht da einen Ruheverbrauch haben wir von 31 Watt in so einem riesigen Bereich. Das ist total super. Und sobald die Kolleginnen und Kollegen kommen, wir haben einen Frühstarter, da haben wir 6.30 Uhr, geht der Verbrauch hoch. Da schalten wir das Licht ein auf eine Basisbeleuchtung, die Musik ist dabei und so weiter. Dann landen wir irgendwo in dem Segment bei 190 Watt. Das ist schon unglaublich wenig. Dann haben wir noch das Basecamp, ist unser bisheriges Gebäude, da haben wir 38 Watt, unser
Koch ist gerade am Werken noch und wir haben Gäste, die haben Elektroauto in der Tiefgarage angesteckt. Da sind genau, zwei Wallboxen. Wallboxen aktiv, die da gerade Autos laden. Und dann gibt es nur den Rest von 30 kW, das ist das, was in die Baustelle aktuell geht. Genau, das ist aktuell der Baustellenstrom. Das haben wir noch nicht genauer, weil wir ja noch nicht fertig sind. In Summe werden wir ja dieses gesamte Energiemonitoring wird so gebaut, dass man feingranular wissen, wo denn die Energie hinfließt, bis in ein gewisses Maß. Dort, wo wir die Power Supply und Backup haben, sind wir ja quasi bis ins letzte Detail aktiv. Und im Hochspannungsbereich, Gebäudehochspannung bei 230 Volt und 400 Volt, werden wir teilweise Segmente bilden, wo wir dann nicht in die Details gehen. Auch da ist ja der Schlüssel zur Erkenntnis des Energieaufwandes, dass man es sichtbar macht. Das hat uns massiv geholfen. Da haben wir schon viel gefunden. Zum Beispiel haben wir ja gesehen, wie war das mit der Heizung bei den Baucontainern? Was haben die für Leistung? Ja, jetzt sind es bei den Temperaturen am Wochenende noch mit 5 kW durchgelaufen. Das war sehr wenig, weil die waren in der Spitze genau. Waren sie irgendwo bei 13 kW. 13, 14 kW, ja. Den elektrischen Strom haben wir mit welchem Preis jetzt nochmal angesetzt im mit Jahr? 30 Cent pro Kilowattstunde, dann sind wir ca. bei 2,50 Euro genau. Bei einer Watt Last. Und das Ziel ist, dass wir das nochmal ganz wesentlich senken. Wir haben auch im Bestandsgebäude haben wir gestern ein Projekt gestartet, wo zwei unserer Kollegen gerade aktiv sind und wirklich ins Detail gehen, wo denn Stromverbraucher sind, die wir in den Griff kriegen. Man muss ja dazu sagen, diese 50 kW, das gibt, wenn man sagt, es gibt ein Energiegesetz, das dann lautet, dass ja Energie nicht verloren gehen kann. Was passiert mit den 50 kW? Die müssen irgendwo hinkommen. Ja, und das ist sonst nichts als Wärme. Das heißt, im Winter ist das eh ganz okay, im Sommer sind das 50 kW Energie, die das Gebäude heizen, wo wir nicht heizen wollen, die müssen wir mit derselben Energie wieder wegkühlen. Und da geht es halt wirklich darum, dass wir diese Leistungen extrem in den Griff kriegen. Der Schlüssel dazu einfach nur mal ist das Sichtbarmachen. Der Energy Flow Monitor liefert dazu den Schlüssel, so ein kostenloses Feature. Man braucht nur die Zählerintegration. Was ist der Trafo? Der Trafo ist ein Zähler mit Wandlerklemmen, den lesen wir aktuell über Modbus aus. Was haben wir da für Leistung beim Trafo? Wir haben eine 630 kV Trafo-Leistung. Mhm. Die Wandlermessung vom Energieversorger, vom Netzbetreiber lesen wir aus, kriegen so die Leistung, die stimmt immer mit dem überein, was in der Abrechnung steht. Und so können wir die Energie gut monitoren und auch unsere Löcher finden, wo es denn hinfließt und die dann möglichst zustopfen, damit wir möglichst wenig Energieverbrauch haben und den möglichst in den Griff kriegen. Zu guter Letzt noch einen Blick auf die Baustelle. Das ist jetzt unser Auditorium. Wir haben da wie viele Spots haben wir eingebaut? Circa 210 Stück. Ja, mit einem Detailblick sieht man da einen Haufen Power Supply und Backup. Es bleibt jetzt eigentlich ganz stark zu erwähnen, wenn man ein Gewerbe betreibt, einfach wirklich schauen, Energiemonitoring, das ist der Schlüssel zum baren Geld. Es ist einfach so, wie kommt man zu dem? Ein Partner fragen, oder? Genau. Wir haben jetzt im Zuge von unserem Projekt haben wir die Partnercoaches intensiv ausgebildet. Das heißt, sollte der Luxon-Partner noch nicht so viel Erfahrung haben in dem Thema, dann ist der einfache Weg, er wendet sich bei uns an einen Partnercoach. Wir haben wirklich einen Schwerpunkt gesetzt jetzt in dem Thema, dass unsere Kolleginnen und Kollegen, die in der Betreuung sind, wirklich viel Information haben. Auch jetzt einmal einen Energietrend interpretieren, das ist eigentlich der Schlüssel. Also man hat irgendwie einen Energietrend, eine Aufzeichnung, sei es jetzt Wärme, Kälte oder elektrischer Strom. Und in dieser Kurve was rein zu interpretieren und was zu lesen und zu erkennen, das ist eigentlich der Schlüssel zum Ganzen. Und so sagen wir danke. Für die Aufmerksamkeit. Ich denke, wir werden uns in nächster Zeit noch das eine oder andere Mal melden von der Baustelle, damit wir das eine oder andere Luxon Explained mit einem starken Insight präsentieren können. Dankeschön.